Ich nehme die drei Fragen bitte zusammen. Ich bin von ziemlich weit gekommen heute, aber ich bin sehr angetan von dieser Diskussion. Ich komme aus München. Bin dort von Attac. Ich habe eine Frage, die anknüpft an das, was Herr Borchert gesagt hat. Sie haben von der Intervention gegen die Einführung der Mindestlöhne in die Gerichte geschaffen. Das richtet sich an Herrn Vollbrecht. Herr Vollbrecht, Sie finden das TTIP-Abkommen ja großartig und das ist Ihr Recht. Wenn es nach Ihren Wünschen ginge, dann würde das Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres ratifizieren. Wissen Sie, was das bedeutet? In Deutschland sollen ja auch Mindestlöhne eingeführt werden. Wenn das unter Dach und Fach wäre im nächsten Jahr, sagen wir mal, dann wäre das ja eine massive Beeinträchtigung von Gewinninteressen. Und dann müsste der deutsche Staat dafür zahlen, dass man Mindestlöhne einführt. Ich habe noch eine zweite Frage, die richtet sich an Frau Mildner. Frau Mildner, vielleicht, Sie sind Expertin in dem Gebiet, können Sie uns aufklären über eine Unsicherheit, die in einer Sendung entstanden ist, die neulich im Fernsehen große Verbreitung gefunden hat? Ich meine das Monitor-Interview mit Herrn de Gucht. Das war ja insofern sehr interessant, als dieser Mann nicht sagen konnte, was das dann genau an Wachstum bedeutet. Vielleicht können Sie uns aufklären, es gibt ja sehr unterschiedliche Prognosen darüber, von 0,27% bis 0,48% bis 2027. Und am Ende hat der Herr Koch dann gesagt, ach, lassen wir uns doch nicht über Prozent. Frau Götz, die Dame da drüben, die gewunken hat, bitte schön. Kann die ein Mikrofon bekommen? Ja. Also ich bin Schein von derjenigen Partie. Hallo? Ich bin Charlie Russ von der Demokratie-EV. Wir setzen uns für direkte Demokratie auf Bundes-, Landes-, Kommunalebene ein, für das Wahlrecht und auch für transparente Politik. Und wir kritisieren vor allen Dingen auch, dass die Verhandlungen sehr intransparent und demokratisch ablaufen. Und ich habe hier ein schönes Zitat. Die Verhandlungen verlaufen absolut undemokratisch. Die EU-Kommission und USA verhandeln geheim, praktisch ohne Kontrolle des EU-Parlaments, selbst wenn wir mal ein Dokument bekommen und uns verboten, den Inhalt der Öffentlichkeit mitzuteilen. Und wer hat das gesagt? Das hat der Berichterstatter des Europäischen Parlaments, Yannick Jadot, letztens im Fernsehen halt so gesagt. Und insofern würde ich mal Herrn Vollbrecht dann fragen, was er von den Kollegen, von dem Zitat des Kollegen hält in der Form. Danke. Und jetzt der Herr mit den zwei Armen da oben. Bitte schön. Dann kommen Sie. Zwei Arme. Ja, hallo, das ist mein Name von den Freien Wählern Berlin. Ich hätte eine Frage an Herrn Vollbrecht. Können Sie sich eigentlich irgendwie vorstellen, diese Verhandlungen noch abzubrechen? Weil es ist ja offensichtlich, dass Sie hier Politik gegen den Willen der Bevölkerung haben. Und es hat ja mittlerweile was Protestes. Irgendwie 80 oder 90% der Bevölkerung will das nicht. Und vielleicht könnte man es ja mal über sich bringen, zu sagen, man verzichtet hier auf ein paar hundert zweite Niedriglohnjobs und respektiert aber das Bedürfnis der Bevölkerung, nicht weiter in diese permanente Globalisierung fallen, das ist bereits so geschrieben, wie die meisten Leute das hier, muss man ja auch sagen, warum es so macht. Ganz danke. Vierte Frage und dann kommen die Antworten. Mindestlöhne, ja, ich meine, Arbeitsrecht ist ja nicht mal eine Zuständigkeit der EU innerhalb der EU und natürlich erst recht nicht im Rahmen dieses Freihandelsabkommens. Also insofern sehe ich jetzt nicht,
inwiefern jetzt das die Frage stellt sich nicht. Ich meine, sorry, ich bin sicher nicht. Ich hatte mir die zweite Frage leider nicht notiert. Wer fühlt sich hier berufen zu antworten? Ich wollte die Frage beantworten. Oder beantworten Sie sehr. Ja, bitte, Herr Funk. Zum Widerstand in den USA und in anderen Teilen Europas. Wir werden jetzt im März parallel zur Verhandlungsrunde, die vom 10. bis 14. März in Brüssel stattfindet, dort auch zum ersten Mal ein transatlantisches Treffen haben von TTIP-Gegnerinnen und Kritikerinnen. Und dort kommen Gewerkschaften, dort kommen Umweltorganisationen, dort kommen Public Citizen, die Verbraucherorganisationen, dort kommen Leute aus den Gewerkschaften. In den USA ist das Thema schon viel, viel länger politisiert und auch bei den Gewerkschaften kritisch in der handelspolitischen Auseinandersetzung mitbesetzt. Und wir werden weitere Sektoren dort zusammenbringen und transatlantisch zwischen den europäischen und den amerikanischen Freundinnen von über unsere weiteren Strategien reden. Das ist aber in den USA, muss man ehrlich sagen, im Moment nicht deren Hauptsorge. Die haben im Moment in den USA eine Auseinandersetzung über das sogenannte Fast-Track-Mandat. Da geht es darum, ob der Kongress seine Möglichkeit abgibt, an die Obama-Regierung dann nicht mehr reinzureden in diese handelspolitischen Prozesse, sondern am Schluss nur noch Ja und Nein zu sagen. Das ist bei uns in Europa übrigens schon leider die Normalität. Und die verhandeln dort in den USA mit dem pazifischen Raum über ein ergänzendes weiteres Abkommen. Also fängt es in den USA gerade erst an mit dem TTIP-Protest und den Analysen. Aber es gibt schon tolle Organisationen und Aktivitäten. Und wir tragen das jetzt auch im März nach Europa. Und wir werden auch weitere Aktivitäten transatlantisch auf die Beine stellen. In anderen europäischen Ländern weiß ich, dass es in Großbritannien begonnene Anti-TTIP-Gruppen und Aktivitäten gibt, in Frankreich, in den Niederlanden. Aber es gibt auch noch Lücken und es gibt noch andere Sorgen, auch die Menschen in Europa haben, in Südeuropa, und von Austeritäts- und anderen Politiken gemacht hat. Wenn man kein Medikament im griechischen Krankenhaus kriegt, dann hat man erstmal nicht die Sorge, sich in TTIP-Details einzuarbeiten. Also ist auch verständlich, dass es da noch schwer ist, auch die Bündnisse zu schmieden und die Aktivitäten zu entfalten. Aber auch daran wird gearbeitet und wir freuen uns auf den Attac mit seinem internationalen Netzwerk, wenn man mithelfen kann. Danke. Ich glaube, dass ich eine Frage oder die zwei Fragen von Herrn Hinze noch nicht richtig erfasst habe oder zu notieren vergessen habe. Könnten Sie sich kurz noch mal erinnern? Ich weiß nicht noch. Die zweite Frage von Henning Hinze zielte an Frau Mildner und behandelte dieses Degucht-Stolpern über die möglichen Wachstumserfolge. Ich finde aber, es ist eigentlich eine Frage an die Kommission und wie sie sich ihre Gutachten schreiben lässt. Ich habe den nächsten Mal die Kommission gestellt, weil ich einen Sprecher haben wollte, der da unbefangen darüber reden kann. Das ist, glaube ich, in diesem Falle Frau Mildner. Ich wollte sie sozusagen schon. Ich ziehe ihre Antwort vor. Ja, vielen Dank. Ich komme ja aus der Wissenschaft. Ich bin erst jüngst zum BDI gewechselt und habe mich ziemlich intensiv mit diesen Wachstumsmodellen auseinandergesetzt, von wissenschaftlicher Sicht aus. Das sind ziemlich komplexe, computerbasierte Gleichgewichtsmodelle. Und ich bin, lassen Sie mich bitte ausreden, ich bin kein Fan von diesen Modellen. Denn was am Ende dabei rauskommt, also was an Prozenten, ob 0,37 oder 4,7, das hängt letztendlich von einer ganzen Reihe von Faktoren ab. Nämlich erstens, welche unterschiedlichen Liberalisierungsszenarien werden angenommen und wie viel Prozent werden die Zölle abgesenkt, wie bewertet man die Kosten von verschiedenen Regulierungen, die dann gegenseitig anerkannt werden, was da dann gespart wird. Da sind einfach eine ganze Menge von Annahmen dahinter. Genauso wie, welche Handelstheorie wird angenommen, gibt es langfristige Effekte oder kurzfristige Effekte. Deswegen finde ich es immer schwierig, mit absoluten Zahlen zu argumentieren, wie da kommen dann am Ende genau 100.000 Arbeitskräfte bei raus oder genau 0,4%. Das kann man eigentlich nicht sagen. Also es ist eben eher in der Tendenz, dass man verschiedene Sektoren miteinander vergleichen kann oder die Effekte auf verschiedene Länder miteinander vergleichen kann. Da sind diese Modelle besser. Und ich habe das Interview auch gesehen. Manchmal ist man selber nicht ganz fit und bei diesen vielen, vielen Modellen und Ergebnissen, da kann man schon mal ins Stolpern kommen, wirklich. Deswegen sollte man sich eigentlich auch gar nicht darauf einlassen, mit solchen Zahlen, so spezifischen Zahlen zu argumentieren. War doch kein Interview. Ja, aber
überlegen Sie mal, ob er so viel Zeit gehabt hätte, das jetzt, was ich jetzt versucht zu erklären habe, in so kurzer Zeit zu machen. Das ist schon eine echte Herausforderung. Ich muss da gar nicht so jetzt würde ich noch mal ganz kurz auf die Frage nach dem Schiedsgerichtsverfahren eingehen, warum man das braucht, in kompletter Intransparenz. In kompletter Intransparenz braucht man es nicht. Klar. Also erstens ist es nicht völlig intransparent, sondern die Schiedsverfahren, die bei der Weltbank ICSID ablaufen, geben eine ganze Reihe von Informationen ständig zur Verfügung. Und wie ich ja vorhin auch gesagt habe, das muss man weiter verbessern. Ja? Dann sehen wir schon in den USA, wie wir auch vorhin erklärt bekommen haben, dass es auf lokaler Ebene eben schon Diskriminierung gibt zwischen dem ausländischen und inländischen Investor. Deswegen macht es auch da Sinn, eben einen Investitionsschutzvertrag zu haben und nicht nur bei Ländern, bei denen eben die Staatlichkeit auch nicht ausreicht und man eben einfach auch wirklich gar nicht zu den nationalen Gesetzen gehen kann und deswegen eben diese internationale Schiedsgerichtsbarkeit braucht. Einen letzten Punkt noch dazu, wenn man sich übrigens die Fälle anschaut, die kann man sowohl bei der Weltbank als auch bei der UN sich anschauen, dann sieht man da, dass in den meisten Fällen übrigens nicht der Investor gewonnen hat, sondern in den meisten Fällen hat der Staat gewonnen. Über 75% gewinnt der Staat. Nein, das ist eine falsche Zahl, tut mir leid. In den meisten Fällen gewinnt der Staat. Schauen Sie es nach. Also es ist mir noch mal ein Bedürfnis, kurz auf die Frage mit dem Wachstum einzugehen. Das ist doch für die breite Masse der Bevölkerung gar nicht das Entscheidende. Unter der Voraussetzung, dass es tatsächlich eintreten sollte, muss man sich doch fragen, wie wird denn das verteilt hinterher? Und was haben wir denn davon, wenn diese 500 Euro, die da rechnen, letztlich wie in den USA und der EU in den letzten 20 Jahren nachzuvollziehen, zu dem obersten Promille wandern? Konzentrationen zu finden, die einen schwindelig werden lassen. Und jetzt noch mal einmal zurück zum Berliner Wassertisch und zu den praktischen Fragen, die sich da stellen. Es ist ja immer gut, wenn man sich was darunter vorstellen kann, was da auf einen zukommt. Und Privatisierung in Berlin ist für mich am Beispiel der S-Bahn nachzuvollziehen, die im Jahre 2007 komplett zusammengebrochen ist. Und ich erinnere mich daran, dass Harald Markenstein das auf den Punkt gebracht hat mit einer Glosse. Der hat gesagt, die S-Bahn ist ein glorreiches Unternehmen, eine Riesentradition, 100 Jahre alt. Und in den ganzen 100 Jahren ist sie einmal zum Stillstand gekommen. Das waren 6 Tage im Mai 1945. Um das Ergebnis zu erreichen, waren 1,5 Millionen Sowjetsoldaten, 15.000 Bomber und 15.000 Panzer nötig. Das haben heute 4 Manager bei der S-Bahn geschafft. Gewinne, die man sich erwartet daraus, die entstehen durch einen starken Wettbewerb. Und das heißt auch, es gibt irgendwo in diesem Wettbewerb jemanden. Und diese Jobs, die da an der einen Stelle geschaffen werden sollen, voraussichtlich vermutlich, und wenn man nicht so recht weiß, ob es nur 0,5% sind oder 0,1%, dann ist natürlich auch diese Spanne erheblich. Dafür gehen aber auch Jobs verloren. Und das zeigt tatsächlich die Vergangenheit. Das wissen wir nicht aus irgendwelchen Prognosen, sondern wir wissen es zum Beispiel aus dem Beispiel NAFTA und aus dem US-koreanischen Freihandelsabkommen, da gehen auch Jobs verloren, und zwar in einer recht großen Größenordnung. Bei NAFTA hat man es mit etwa 800.000 Arbeitsplätze beziffert, plus den Effekt, dass es eben einen Druck auf die Löhne gibt. Und insofern glaube ich, dass mit der Win-Win-Logik nicht so ganz ist. Ich habe da manchmal so einen schönen Spruch gehört: If it sounds too good to be true, it probably is. Und deshalb bin ich mit diesen Wachstumsprognosen sehr vorsichtig.
Um auch nochmal auf die Frage von Herrn Hinze zurückzukommen mit dem Mindestlohn, die ich durchaus nicht als solidarisch und unzutreffend finde, ich finde, die ist noch nicht beantwortet. Letztendlich geht es doch darum, wenn wir in diesem Abkommen ein ISDS, also eine Investor-Staat-Schiedsgerichtsbarkeit verankern, dann kann in dem Moment, in dem, wenn dieses Abkommen geschlossen ist, bevor der Mindestlohn eingeführt ist, dann kann ein Investor aus dem Ausland klagen dagegen, dass dieser Mindestlohn eingeführt ist, weil das seine Gewinnerwartungen verändert. Und das würde sehr wohl zutreffen. Ja. Ich verstehe nicht, warum das nicht ausländischer Investoren. Sie sagten ja, das diene vor allem dazu, eine Diskriminierung ausländischer Investoren im Negativen zu verhindern. Bitte? Unter anderem. Naja, das ist nicht, im Moment sieht es bei ISDS zum Teil eigentlich eher anders aus. Denn Vattenfall hat gerade, weil es ein ausländischer Konzern ist, die Möglichkeit, über ein Investor-Staatsschiedsgerichtsverfahren gegen die Bundesregierung und ihren Atomausstieg zu klagen. Das können wir wie nicht. Die Klagen, ja, die Klagen vom Verfassungsgericht. Aber das ist was anderes. Und es gibt ja auch tatsächlich Kompensationszahlungen, die von deutschen Gerichten zugesprochen werden. Insofern ist es nicht so, als ob Eigentum bei uns im in der nationalen Gerichtsbarkeit, ordentlichen Gerichtsbarkeit, nicht gesichert werden. Ich würde mal hier und mal eine da oben. Aber zwei Fragen nicht beantwortet, ich weiß gar nicht. Ja, bitte so. Abbruch der Verhandlung, Fragezeichen. Also das Verhandlungsmandat wurde der Europäischen Kommission von den Mitgliedstaaten erteilt und wurde von einer breiten Mehrheit im Europäischen Parlament unterstützt. Also wenn diese gleichen Mitgliedstaaten im Europäischen Parlament das aufhalten wollten, dann müssten sie das tun. Dann könnte man in der Tat die Verhandlung abbrechen. Solange das nicht der Fall ist, wird die Kommission weiter verhandeln. Nochmal zum Thema Transparenz. Es ist sehr wichtig, und deswegen kann man es auch nicht oft genug betonen, dass das Europäische Parlament und der Bundestag, Bundesrat über die Bundesregierung bzw. anderen entsprechend, werden über den Stand der Verhandlungen und die wichtigsten Positionen regelmäßig unterrichtet. Ich kann das nicht noch mehr unterstreichen. Wachstum, natürlich, die Zahlen, die sind sehr verschieden, aber es gibt nun mal etwas, was sich komparative Vorteile nennt. Und unser ganzer Binnenmarkt basiert nun mal darauf, dass die Staaten, die Volkswirtschaften das herstellen, was sie nun mal am besten können. Und wenn Sie schauen, dass jeder Dritte von Ihnen statistisch gesehen Arbeitsplatz am deutschen Export hängt, dann kann man sich ausrechnen, dass ein besserer Zugang zum amerikanischen Markt zu mehr Arbeitsplätzen führen würde. Das wären eben Vorteile für Sie persönlich, beziehungsweise statistisch gesehen auf den Anteil, der nun auf den Export fällt.